Ja, willkommen zu einem neuen Review. Und zwar geht es um den Miso Orange. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Nicht wundern, heute eine etwas andere Perspektive mal. Und zwar zeige ich euch noch die UVP. 200 Gramm habe ich mir geholt. Kosten 12,90 Euro. Das ist die schicke UVP des Naklam Miso Orange. Wie immer wird das Ding in so einer schönen Plastikdose geliefert. Ich hoffe und denke, man kann das sehen. Vom Schnitt her relativ grob. Paar Äste, paar Tischdecken. Also da musste ich dieses Mal doch nochmal mit dem Ding durchgehen. Mit der Schere wieder mal. Aber seid ihr ja schon gewohnt. Kennt ihr ja schon. So, jetzt bewege ich mich auch mal ins Bild. Hallihallo zusammen. Handtuch zur Seite. Und los geht's. Ich bin übrigens in Regensburg, deswegen heute diese wunderbare Perspektive für euch. Und ja, drehe in Regensburg, weil ich zurzeit in Ingolstadt nicht residiere. Ich habe ein paar Sachen hier in Regensburg zu tun, deswegen bin ich im Moment da. Und es ist mitten in der Review-Woche, deswegen musste ich jetzt gleich noch hier drehen, weil ich nicht weiß, ob ich heute noch zu Michi schaffe. Deswegen direkt go. Kohlen liegen schon drauf, PNS 550 Kaya, Glasschlauch von uns, Small Master Kopf ungefähr halb bis viertel nur gefüllt und zwar drumherum, vier Lagen Alu, Rundlochung, drei Bombuchas. Das, was ihr hier übrigens seht, ist der Chillersessel, mit dem hier alles begonnen hat. Kurze Anekdote da dazu, wir sind damals hier gesessen und uns gedacht, was können wir da machen? Und haben dann beschlossen, wir fangen überhaupt das ganze hier an, für euch Reviews zu drehen und für euch die besten Produkte rauszusuchen. Hat alles hier begonnen. In dem Sinne, happy Schmökering. Laut. Kommen wir zum Geruch. Ja, süßliche Orange, wunderschön. Bin ein absoluter Orange-Fan. Taugt mir total das Ding. Ist genau das Richtige für mich. Schmeckt, also riecht sehr, sehr süßlich, leicht herb, typisch Miso eben. Aber schön und erinnert mich wahnsinnig stark an den billigeren Bruder und zwar an Nakla selber, also nicht Nakla Miso, sondern der normale Nakla. Und zwar kommen da gleichzeitig noch Urlaubsgefühle wieder hoch, in dem Sinne an die alte Ägypten-Gang, mit der ich dann ja die ganze Zeit geraucht habe. Liebe Grüße an ja, Chrissy und also beziehungsweise Tine und Kerstin. Beziehungsweise die ganzen anderen, die auch noch mal geraucht haben. Ich kann mir nicht jeden Namen merken. Ich habe auch nicht jeden auf Facebook. Aber Grüße schon mal an euch beide. Da gab es ja immer den schönen Nakla Orange mit Minze gemischt. Super Urlaubsflavor gewesen. Der hier schmeckt fast genauso. Kommt halt eben, wie gesagt, nur feucht an. Was ihn aber auch etwas in der Qualität runterstuft, weil Nakla einfach noch mal ein Stück billiger ist. Und dafür schmeckt er fast gleich. Also da ist nicht viel Unterschied. Und das enttäuscht dann doch etwas. Für mich zumindest. Das finde ich nicht so geil. Also mehr zahlen für die gleiche Qualität, das ist Bullshit. Typische Nakla Clouds. Gibt man ihm mal Hitze, dann geht er auch. Dann gibt er auch Vollgas. Ist ja ein Tabak, der sehr, sehr viel Hitze verträgt, von daher könnt ihr dem ruhig ordentlich geben.
sehr herb. Muss man wirklich mögen. Aber das ist irgendwie generell bei Orangentabak so ein bisschen so. Ich rede nicht lange um den heißen Brei. Von 15 möglichen Punkten gibt es von mir heute 10. Bin etwas enttäuscht, weil ich gedacht habe, es ist vielleicht noch mal ein bisschen anderer Flavor, aber das schmeckt wirklich wie der Nackler Orange. Da braucht man nicht mehr zahlen, meiner Meinung nach. Sonst kommt feucht an, direkt in die Pfeife rein und los geht's. Was will man mehr? Döschen ist wunderbar, ist auch meiner Ansicht nach luftdicht verpackter danach. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Schaut auf unsere Seite www.smoke-house.de und bis zum nächsten Review. Ciao.